Hey Leute und damit herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von The Forest. In der letzten Folge haben wir uns ein bisschen die Absturzinsel hier, wo wir mit dem Flugzeug gelandet sind, also wenn man es landen nennen kann, also abgestürzt sind, ein bisschen erkundet, noch nicht ganz, aber ein bisschen. Und wir haben uns spaßeshalber ein Floß gebaut, was sich momentan, ich weiß gar nicht, wo es ist, ich glaube, das ist da hinten irgendwo oder da. Die blaue Fahne da. Gut, in dieser Folge werden wir uns, glaube ich, ein bisschen so eine kleine Basis aufbauen, denke ich. Ich weiß nicht, ob wir das hier machen. Ich denke aber, dass wir das hier machen. Nur frage ich mich gerade, ob sich das hier überhaupt so gut eignet. Ein bisschen, es ist ja hier schon so ein bisschen hügelig, sag ich mal. Und hier haben wir nichts Flaches, deswegen gucke ich nochmal ganz kurz, ob wir hier... Oh, da hinten ist unser Fluss. Da sieht man's. So, hier könnten wir zum Beispiel uns so eine kleine Basis bauen, oder? Hier hätten wir auch Bäume in der Nähe, das wäre jetzt nicht so das Problem. Hier. Aber ich weiß auch... Ich weiß ja nicht. Hier ist alles so... Hier ist halt nichts eben, finde ich. Also hier könnte man zum Beispiel gut was bauen, oder? Hier hat man einen guten Ausblick. Wir können immer unser Floß beobachten. Bäume haben wir hier auch. Und hier ist es so einigermaßen eben. Also, aber hier kann man auf jeden Fall was bauen, denke ich. Nur ist die Frage, bauen wir jetzt hier was? Hier ist leider so ein Stamm. Da hinten sind Steine. Hier ist wieder so ein Stamm. Ich guck nochmal da hinten. Bis ich anfangen kann zu bauen, ist, glaube ich, ist die Folge hier wahrscheinlich auch wieder zu Ende. Oh. Mal gucken. Vielleicht da oben? Ich weiß nicht. Aber wir sollten nochmal gleich was trinken und essen. Ja, hier ist doch perfekt. Also, ja, ich würde sagen, hier bauen wir was. Hier... Hier sind noch Steine, ist auch noch ein Stein, aber das ist jetzt nicht so das Problem, das können wir auch mit einer Foundation regeln. Dann würde ich sagen, wir bauen... Oh. Ich glaube, es macht sich ein Gewitter. Wie nennt man das? Ein Fordannen? Nein, es macht sich hier irgendwie... Ich weiß nicht, wie nennt man das, wenn sich was... Ja, wenn was anfängt sozusagen. Naja, ist egal. Wir fangen jetzt lieber mal an, hier die Blueprints zu setzen. Maus, ja. Custom Building. So, Custom Foundation, Custom Floor, Custom Roof, Custom Walls. Ich glaube, wir fangen mit einer Custom Foundation an. Wir müssen natürlich nicht unbedingt eine Foundation machen, aber ich würde es euch allen empfehlen, weil man dann sonst vielleicht später Probleme kriegt. Und man hat natürlich nicht Bock, alles abzugreißen. Ich mach mal von hier. Ist das denn später so eine Foundation? Ich hoffe mal. Ich will jetzt aber auch nicht übertreiben mit dem... mit der Basis. Es soll ja erstmal eine kleine Basis sein. Machen wir... Ich will echt nicht übertreiben, weil ich habe immer das... Ich habe immer den Reiz zum Übertreiben. Bei Spielen, wo man bauen kann. So, dann muss ich jetzt irgendwie versuchen, gerade... Dann machen wir das hier auf den nächsten Stein. So, ich hoffe, das reicht. Oh. Nur jetzt habe ich das Problem, dass ich nicht... Dass man nicht genau sehen kann, ob das gerade ist. Ja, ist hier so ein blöder Baum im Weg. Ich guck einfach mal. Ich gehe mal hier hin und versuche gerade nach hinten zu gehen. Die Maus... gerade zu bewegen. Ist nicht gerade leicht. So, mal gucken, ob das was geworden ist. Ja, das scheint sogar recht gut was geworden zu sein. Ja, und so hier werden wir dann später unser Haus heraufbauen. Und ich denke, wir werden hier noch eine Treppe ran machen, weil hier den Eingang, hier könnten wir auch einen theoretischen Eingang machen, je nachdem, ne? Vielleicht auch hier. Ich glaube, hier bietet sich das vielleicht besser an. Aber erstmal sollten wir mit den Baumfällen beginnen. Ich fange erstmal hier mit den Bäumen an.
Oder? Naja, wobei, erstmal hier in der Nähe. Das ist doch erstmal schlauer. Ich fäll die mal hier in die Richtung, nicht, dass sie uns hier die Klippe runterrollen. Das wollen wir natürlich nicht. So, übrigens nochmal was zu meinem Kanal. Ich bin momentan ein bisschen am Übertreiben. Ich wollte eigentlich noch ein neues Projekt starten. Also ich wollte eigentlich Call of Duty, wie ich es gerne nenne, ist WW2. Das müsst ihr mal versuchen auszusprechen. WW2. Kann man das eigentlich so sagen? WW2. Also man sagt ja Double und dann das W und dann 2. Teil 2. Also nicht Teil 2, Weltkrieg 2, ne? World War 2. Wollte ich eigentlich spielen, aber momentan läuft ja The Forest und The Evil Within. Deswegen weiß ich nicht, ob ich das unbedingt jetzt schon direkt starten sollte. Sims wollte ich eigentlich auch noch machen. Aber das hat ja noch Zeit. Also ich werde jetzt erstmal The Forest ein bisschen raushauen und The Evil Within weitermachen. Leider sind das zwei Spiele, die ein bisschen länger gehen. Deswegen weiß ich nicht, ob ich vielleicht die Folgen einfach ein bisschen länger mache oder... Ja. Mal gucken. So. Ich glaube, ich sollte erstmal einfach nur Bäume fällen und dann später die ganzen Bäumstämme reinsetzen. Nur ich habe immer das Befürchten, dass sie dann nach einer Zeit despawnen und die spawnen auch nach einer Zeit. Soweit ich weiß. Ich weiß jetzt nicht, ob das in dieser Version auch so ist wie damals, aber damals sind die auf jeden Fall despawnt nach 5 Minuten. Oder allgemein Items etc. sind immer nach 5 Minuten despawned. Auch wenn man gestorben ist, nach 5 Minuten war es weg. Glaube ich zumindest. Hey, wobei, ich glaube, das habe ich jetzt aus Minecraft. Ich wollte doch erstmal Bäume fällen, Mensch. So. Ich habe gar kein Thema, worüber ich reden könnte jetzt, so, weil das würde ja sich jetzt gut anbieten. Ich weiß nicht, worüber kann man denn aktuell reden? Also, genau, zum Beispiel über die Spiele 2017. So, ich fand ja 2017, lame eigentlich. Aber jetzt, so in letzter Zeit, November, Oktober, ne, oder Oktober, November, fand ich doch ein bisschen aufregender. Jetzt kam ja heute genau, kam Payback raus. Heute ist der 10. Und, also Need for Speed Payback. Finde ich mega nice. Das ist, liebe ich das Spiel. Die Grafik, ich fand Need for Speed 2015 war okay. Kann man spielen, ist nicht scheiße. Grafik ist auch okay. Aber ich muss auf jeden Fall sagen, dass der neue Need for Speed Teil Payback auf jeden Fall alles übertoppt. Oh, ich finde das... Ja, ich habe es leider selber noch nicht richtig gespielt. Nur so leicht halt so angezockt, aber ich habe das Spiel momentan halt selber nicht irgendwie auf PC und so weiter und ich weiß auch nicht, ob man das auf PC so flüssig spielen kann, also ich zumindest jetzt mit meinem PC hier. Weil leistungstechnisch weiß ich jetzt noch nichts darüber, über das Spielen. Und sonst kam The Evil Within 2 raus, auch ein mega geiles Spiel, finde ich, das, ich habe das jetzt noch nicht so lange gespielt, ich habe aber auch schon einiges darüber gesehen und so weiter. Achso, ich sollte mal unbedingt was essen, heilige Scheiße. Rede ich jetzt hier viel zu viel. The Evil Within 2, finde ich, ist ein super geiles Spiel. Vor allem, weil jetzt dieses... Es ist halt Open World oder Open City, könnte man dazu sagen. Auch es ist ja nicht... Es ist nicht so eine große Welt, hier eine Insel wie hier jetzt auf The Forest, wo man wirklich teilweise 2 Stunden hier rumlaufen kann. Kann man da eigentlich auch, aber es ist halt wirklich nur eine Stadt. Hier gibt's halt wirklich nur... Hier ist ein riesiger... kann ich schon nicht mehr reden. Hier könnte man riesige Städte drauf bauen. Und da ist halt nur eine Stadt. So bin ich jetzt hier eigentlich. Ich bin schon wieder vorbeigegangen. Ja, ich rede echt zu viel. So, Drying Rack. Vielleicht, weiß ja nicht, können wir hier irgendwas essen? Ist das schon... Ja, das ist edible. Nice. Gut, dann machen wir... Dann trinken wir nochmal ganz kurz ein Schlückchen. Oder 2 oder 3. Hallo? Hallo? Da kam doch gerade dieses... Da, nein, das ist immer wieder eine Herausforderung. Hä? Aber hier, ich trinke nochmal einen Schluck. Gut, wo sind wir stehen geblieben? Warte. Ah, okay, vergessen wir es.
Bei The Evil Within 2, da muss ich auf jeden Fall sagen, dieser Open-World-Teil, der da jetzt eingebaut wurde, so auch noch dazu, und ich finde, es ist jetzt halt eher wirklich so was zum Erkunden geworden, wo man auch, so jetzt im Vergleich zu The Evil Within 1, ich habe den Teil selber nicht gespielt, aber wie gesagt, ich habe mich da ein bisschen informiert und so weiter, und auch, ich kenne halt das Spiel so grob, ich habe es halt selber nicht richtig gespielt, und ich finde, The Evil Within 2 ist da wirklich, auch wenn es die gleiche Engine noch ist und so weiter, und ist halt nur die gleiche Engine ein bisschen aufgepeppt. Trotzdem ist das Spiel mega gut geworden. Grafisch hätte man dann auf jeden Fall was rausholen können, aber es ist auf jeden Fall okay, und für ein Open-World-Spiel, da kann man nicht immer die beste Grafik erwarten. Ne, sonst, wobei, man muss dazu sagen, dass performance-mäßig The Evil Within 2 echt eine Hure ist, ja. Oh nein, die Monetarisierung, nein. Ich kann meine Videos sowieso nicht monetarisieren. aber ja, ich weiß, was wollte ich jetzt sagen? Jetzt habe ich mich schon wieder selber verwirrt. Warum rede ich mir immer selber dazwischen? Aber auf jeden Fall gute Spiele 2017 oder die neuen Spiele 2017, die jetzt ja in den letzten Tagen und so weiter rauskamen. FIFA 18. Das ist ja auch ein Spiel, was jetzt ja auch neu rauskam und... Oder kam das schon raus? Ich glaube, das kommt erst noch raus, oder? Oh, die Foundation ist schon fertig. Krass. Habe ich da hinten gerade was gesehen? Nee. Gut, dann setzen wir ganz kurz noch die neuen Blueprints. Machen wir jetzt erstmal die Walls, ne? Ja, das ist ja ganz... einfach gemacht, eh. Jetzt müssen wir uns dafür entscheiden, wo wir die Tür hinmachen. Also ich hätte Lust auf eine Treppe vielleicht. Wir könnten hier eine Treppe hinmachen, was... Boah, so eine Treppe, die von hier so hier rüber geht. Wisst ihr, was ich meine? Das wäre doch geil. Aber ich weiß nicht, ob das möglich ist. Und leider ist hier auch dieses Teil dazwischen. Da werden wir ja gleich sehen. So, entweder könnte ich jetzt hier die Treppe hinmachen. Die würde hier auf jeden Fall hinpassen. Die Baumstümpfe können wir übrigens auch entfernen. Ach, und was mir in die Kommentare geschrieben wurde, dass wir vielleicht... Also, dass wir die Leichen verbrennen sollten. Und da kriegen wir dann Knochen und können uns da Rüstungsgegenstände draus bauen. Und so sind wir natürlich dann geschützter. Und ich wusste das ja schon. Nur, ich habe The Forest eine Zeit lang nicht mehr gespielt. Deswegen ist mir das nicht mehr eingefallen. Und deswegen danke nochmal ans... oder fürs Erinnern. Machen wir die Treppe jetzt hier hin? Ich weiß nicht. Aber ich muss erstmal vielleicht die Dings machen. Ich setze erstmal die ganzen Blueprints. Ich glaube, da war wieder Lachs, wollte ich gerade sagen. Lizard hier irgendwo. So, auf jeden Fall machen wir hier ein Fenster hin. Hallo? Kann ich das nicht hier... Oh, warum ist denn das Layout so komisch jetzt da? Oder was ist das? Ja, das ist okay. Das ist alles richtig so, okay. Ein Fenster dahin. Ein Fenster dahin. Und auf jeden Fall sollten wir hier auf jeden Fall auch ein Fenster hinmachen. Und hier sollten wir auch ein Fenster hinmachen. Da kommt dann später die Tür oder da kommt später die Tür hin. Je nachdem, da muss ich nochmal gucken. Mache ich jetzt da oder da noch ein Fenster hin? Ich weiß nicht, wenn wir jetzt hier so rausgucken würden. Das würden wir sehen. Und hier würden wir das sehen. Also ich glaube, hier haben wir einen besseren Blick als von hier. Deswegen mache ich hier wieder eine normale Wand hin. Und mache ich jetzt hier die Tür hin. Oder... Das ist von außen, oder? Das ist jetzt von innen. Genau. Also wir kommen ja auch meistens von hier. Also denke ich mal. Dann würden wir hier hochgehen. Könnten aber auch hier. Interessante Frage. Muss ich mal gucken. Ich gucke einfach mal. Ich mache jetzt erstmal hier einfach mal eine Treppe hin. Ist natürlich auch wieder ein Segen. Ein Fluch und ein Segen, das hier zu machen. Ist das jetzt so? Kann ich das so machen? Kann ich doch nie im Leben so machen, oder? Ah, doch, es scheint tatsächlich zu klappen. Aber die Treppe steht ein bisschen über und das gefällt mir nicht. Dieses Geraschle macht einen manchmal wahnsinnig. Oder man wird dadurch paranoid.
So. Er steht ein bisschen über, ne? Aber das ist okay. So, passt die Treppe auch ein bisschen? Ne, wahrscheinlich müssen wir hier wieder springen später, oder? Naja, wobei, ich glaube, das wurde mittlerweile schon recht gut verbessert, sag ich mal. Dann. Hallo? Ja, genau. Guck mal, unsere Arme machen auch langsam schlapp. Da hat er einfach wieder den fallen gelassen. Ich weiß auch nicht, warum das manchmal passiert. Haben wir nicht noch ein paar Baumstämme hier irgendwo? Da. Habe ich jetzt gerade die... Ich wollte das in die Treppe setzen, ja? 12. Ich habe da auch welche reingesetzt. Ah, er hat hier eine Foundation gesetzt, ne? Ah, du bist doch blöde. Du bist doch blöde. Warum machst du dies? Kann ich da irgendwie rauf? Hallo? Ja. Das sieht doch bescheuert aus. Kann ich das wieder abreißen? Ich dachte, der setzt jetzt echt nur eine Treppe. Aber gut. Dann müssen wir die Foundation leider mit einberechnen. Wobei, das heißt leider, ne? Aber... Hey, wie soll ich das denn machen? Das ist doch total bescheuert gemacht. So setzt er ja einfach nur... Wie haben die Entwickler sich das denn gedacht? Wenn ich da jetzt... Foundation... Er setzt doch gleichzeitig noch eine Foundation damit. Deswegen ist das ein bisschen... Blöd. Also so sieht man jetzt die Foundation zwar nicht, aber sie ist ja trotzdem da. Wisst ihr, was ich meine? Also... Gut, jetzt ist die Foundation, aber... Beginnt die jetzt schon hier? Also ganz durchblicken tue ich da jetzt nicht. Da müsste ich ja rein theoretisch. So nach hinten. Das setzen. Und dann hätte ich aber erst die Foundation. Aber hier macht er die Foundation, ja, sitzt er sie ja sozusagen nach vorne. Du, es wäre jetzt nicht so das Problem. Es ist schon so ein Problem. Kann ich das einfach am besten nicht jetzt fixieren? Bitte nicht. Ja. Das macht sich als halber noch ein bisschen nach unten. So. Jetzt ist aber viel zu weit nach unten, ne? Mensch. Ich will das schon perfekt haben. Es soll natürlich auch schön aussehen. Dann setze ich es extra noch mal ein bisschen weiter nach oben. Kann man das jetzt so machen? Wie setzt er die Foundation denn jetzt? Die Foundation ist trotzdem noch ein bisschen drin, oder? Denke ich mal. Das könnte aber auch passen. Wir können jetzt auch so einen ewig langen Weg machen, wenn wir das wollten. Was vielleicht auch was hätte, so, aber... Machen wir so. Es soll schon so nach Treppen aussehen, also dass so ein bisschen Freiraum in den Stufen ist. Also zwischen den Stufen. Das soll auch gerade sein. Wobei, es tut mir leid, dass ich das hier so in die Länge ziehe. Aber ihr kennt das doch bestimmt auch. Ich bin doch wohl nicht der Einzige, der gerne gut bauen möchte. Kann ja ein bisschen weiter oben setzen, genau. So. Naja, so ist es schon okay. Gut, dann machen wir das so. Das sollte okay sein. Also, man hätte das noch besser machen können. Es ist jetzt aber auch nicht total scheiße. Also, man kann es machen. Man kann es so lassen. Auch wenn da jetzt hier wahrscheinlich wieder so ein Dings ist, aber... Naja. Sind die ganzen Baumstämme jetzt hier eigentlich nach unten gerollt? Oder durchgefallen, eher gesagt? Ne, die sind einfach runtergerollt, oder? Ja. Gut, die Folge ist ja auch schon... Die nähert sich ja schon wieder zum Ende. Und wir haben erst angefangen zu bauen. Mensch, sind die hier weit gerollt. Warum tust du mir das an? Seit wann werden... Hä? Seit wann werden wir so viele Hammer hier gezeigt? Das war ja noch nie so. Normalerweise war, wenn man einen Blueprint sozusagen gesetzt hat, hier mit den 10, 5 Wänden da, keine Ahnung, dann ist das eine Axt, ein Hammer. So, ich will mal ganz kurz gucken. Ja, das können wir tatsächlich sogar so machen. Das sperrt sozusagen den Boden noch ab. Das heißt, hier kann uns von unten nichts. Hier kann kein so ein kleiner Finger durchlugen. Da geht nichts.
So typisch horrormäßig. So Horrorspiel-Style. Wobei, ich habe halt noch nie ein Horrorspiel irgendwo gesehen, das zwischen zwei Brettern irgendwie ein Finger war. Ich glaube, uns sind die Baumstämme ausgegangen, oder? Dann fälle ich nochmal ganz kurz ein. Oder mache ich das oder beende ich jetzt schon mal die Folge? Ich weiß nicht. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie lang die Folge geht. Ich muss mir mal einen Timer stellen. Aber ich vergesse das immer. Oder plan das nicht mal mit ein. Ich sollte es einfach mal machen. Genau, bevor die Folge hier zu Ende ist. Beste Spiele so, also die neuen Spiele so 2018, 2017, 2018, da sind wir noch nicht. Da sind wir demnächst. Zum Beispiel FIFA 18 oder FIFA 17. Ich glaube, es heißt FIFA 18. Ich bin da ja, wie gesagt, wie man merkt es schon. Ich bin nicht der FIFA-Typ so. Ich spiele FIFA nicht. Ich kann zu FIFA leider nichts sagen. Nur für mich ist es immer so, also es kommt mir so rüber, dass FIFA-Teil. Hab ich gerade. Oh Gott, ich habe gerade was gehört, dachte ich. Bei FIFA ist es meistens halt immer so, dass irgendwie. Es ändert sich ja am Spiel an sich nichts. Also wird ja fast gar nichts geändert, finde ich. So sieht es zumindest für mich aus, der jetzt von FIFA keine Ahnung hat. Ich weiß wahrscheinlich die Teams, bla 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 und so weiter. Das ändert sich. Das sind schon Details und so weiter und so fort. Ja, das ändert sich. Aber so engine-mäßig, beziehungsweise grafisch-technisch und so weiter, da ändert sich ja echt nicht viel, muss man sagen. Habe ich jetzt. Das waren noch nicht alle Baumstämme. Habe ich jetzt zwei oder schon vier reingehauen? Naja, ich habe bestimmt irgendeinen übersehen. Na gut, dann gehen wir pennen. Hat's nochmal kurz geruckelt. Ah, genau, es ruckelt übrigens. Es kann sein, dass es ab und zu mal geruckelt hat hier. Ich hab's, also, die Aufnahme ruckelt meistens nicht oder sollte sie nicht. Und das tut sie eigentlich auch nicht. Eigentlich. Ich muss immer eigentlich sagen, weil man weiß ja nie. Wahrscheinlich ruckelt das Spiel hier ab und zu. Das sieht da echt Wahnsinn aus. Also weiß ich auf jeden Fall jetzt immer, wo meine Baustelle ist. Das kann man einfach nicht mehr verfehlen. Ja, auf jeden Fall, ich entschuldige mich auf jeden Fall dafür, wenn es irgendwie geleckt hat oder so weiter. Ich habe im Hintergrund noch kodiert, weil leider muss ich meine Aufnahmen immer tausendmal rendern, kodieren und dies und das. Und deswegen muss man sich irgendwie die Zeit so ein bisschen einteilen. Also irgendwie, ja, man muss mehr gleichzeitig machen. Sonst kommt man einfach nicht hinterher. Gut, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge von The Forest. Wenn euch das Video gefallen hat und so weiter, ja, bla bla bla, ihr wisst ja, was ihr machen könnt und so weiter. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschö. Mit